Willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute zeige ich euch Badeanzüge. Okay, seid ihr bereit für ein paar richtig hotte Badeanzüge? Sophie, du siehst heiß aus. Oh mein Gott, ich liebe die Mädels. Sie sagen immer die Wahrheit. Meine Freunde der Sonne, heute gibt es einen Badeanzug-Haul. Ich habe zwei Freundinnen bei mir. Fashion- und Stylistinnen. Sure. Ich dachte früher immer, Badeanzüge sind für Omis und Opis. Und deswegen dachte ich immer nur, Bikinis ist der einzige Vibe. Aber nachdem ich Fotos von Kim Kardashian und Kendall Jenner gesehen habe, in denen sie in ihren Badeanzügen fucking amazing aussahen, dachte ich mir halt, kaufe ich einfach für 1030 Euro Badeanzüge. Hast du nett gemacht. Doch. Bitte was? Soll ich mal nachgucken? 1420 Euro. Alter, du bist gestört. Ich habe hier einen ganzen Haufen Badeanzüge und die zeige ich euch jetzt. Tüdelü. Wenn sie reinkommt, brauchen wir so eine Fashion-Show-Musik. Ready? Is she coming? Ich will Immos, ich will Dallas, ich will Baywatch Realness. Ah, ah, geil. Arsch sieht darin so voll aus. Und darf ich da was sagen? Alter, was Rot solltest du öfter tragen. Danke. Alter. Ich wusste nicht, dass Badeanzüge so gut an einem aussehen können. Okay, nochmal. Tut so, als hätte ich mir noch nicht gesehen. Okay. Baywatch. Alter. Ja, Sophie, geil. Slay, slay. Sorry. Ja, slay girl. Also slay girl. Ohne Kappe. Aber ansonsten ist es geil. Dein Booty ist ein 12 von 10 oh mein darin. God. Nein, also wirklich, dein Arsch sieht unver... Ja, danke. Max. Ja, I love it. Geil. Ja. Wie viele Pamela Andersons geben wir dem? Wir hatten da schon boah, mal 8. Ey, also 10 von 10 Pamela Andersons. Für alle Girls, die einen richtig nicen Booty haben wollen. Der Booty sieht in diesem Badeanzug aber auch phänomenal aus. Next. Was ist dein Badeanzug? Ich? Mhm. Achso, nee. Also, ich habe immer nur Bikinis gehabt. Ja, es ist irgendwie seltsam, wenn sich die Arme und die Beine bräunen. Genau, das ist das Einzige, was mir zu denken, dass wegen Braun werden irgendwie blöd ist. Ja. 3, 2, 1, we are ready. Meine Boobs fallen oh, raus. Ganz das so? Aber wie lang sind denn die Bänder dahin? Das ist mein Schleier. Ich wollte gerade sagen, muss man nicht den irgendwie noch rundherum binden um die Taille oder so? Oh, ich dachte, das wäre mein Hochzeitsschleier. Ey, ich sag's wie es ist, meine Boobs fallen gleich raus. Eben ja, die kann man so binden. Oh! Ich dachte, das wäre mein Hochzeitsschleier. So. Da, 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 da. Der Hochzeitsbikini. Der Hochzeitsbikini einfach. Nur Sophie heiratet dann. Wäre so. Ja, also irgendwie für nice. Ich finde das schon geil. Ich finde aber, die Bänder sind definitiv zu lang. Ja. Mhm. Wie viele Hochzeitsglocken bekommt dieser Badeanzug? Also, ich sehe 2 Glocken. sechs Hochzeitsglocken von 10? Ja. Dann sage ich es wieder. Warte, kannst du damit springen, ohne dass irgendwas passiert? Fanservice. Ich werde übrigens jeden einzelnen dieser Badeanzüge auf Instagram posten mit einem richtig hotten Bild, deswegen folgt mir jetzt auf Instagram. Ein Bild kann man sich länger anschauen. Also ja, absolut. Weißt, also da kann man auch zoomen und Screenshots. Und man kann sie auch irgendwo hinstellen, dann hat man die Hände frei. Und bereit für die Sport. Alter, warte. Wo ist die schnelle Brille? Was ging jetzt mal ein bisschen zu schnell hier? Alter, what the fuck ist das denn? Ich schau das echt so aus. Ich bin eure Tauchlehrerin zu. Ja. Heute machen wir den zweiten Tauch. Safety first, hier sind erstmal die Sicherheitskarten. Die lest ihr euch erstmal durch. Das Meer verbirgt ganz viele Gefahren. Ja, besonders ja. Dich. Ja. Ich könnte halt auch safe bei McDonald's so arbeiten. Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt wo du sagst. Das wäre so wild. Eine kleine Cola Zero mit einem großen Big Mac? Klar. Warte, so eine 4. Ey, warte, du kannst ihn weiter aufmachen. Mach ihn weiter auf, ja. Schau mal, ob das hilft. Also der hilft, also es hilft, hilft auf jeden ja. Fall, ja. Wie viel Big Macs von 10? 4. Ich finde es echt nicht. Ja, Max. Es ist wirklich eine 4 Big ja, Macs. Ja. Da habe ich jetzt auch nur so ein bisschen Hunger. Auf 2 Buns. Oh mein Gott. Nein. Ich also, verstehe ihn nicht. Das ist doch, Nien, aber das hat man jetzt. Party, let's go. Also, es ist so, ich bin in Ami und in Miami gerade. Ja. Mhm. Ja. Und auch ein bisschen dumm. Warte. Nee, hallo, ich trag pink. Das macht nicht dumm. Das macht schön. Excusez-moi. So. Wisst ihr, was da noch zukam? Wartet. Jetzt habt ihr einfach was vergessen. Ah. Es hat mir Ole besser gefallen. Weil ja. Es ist auch nicht dieselbe Farbe irgendwie, oder? Ja. Und er ist auch zu kurz. Ich sag's, wie es ist. Das ist die schlechteste Throw Qualität. It. Throw it.
Destroyed! Wieso hast denn du? Da, da, das ist eine Hochzeitsmusik. Es ist dasselbe, wie der Pinke. Ja. Hallo, ich schreite zur Tat. Oh, wenn ich aber so laufe, Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ich schwebe wie ein Engel. Ich weiß nicht so viel. Ja, auf einem Boot könnte schon ein Vibe sein. Aber nur auf einem kleinen Boot. Auf einem kleinen Boot. Ja, ich weiß es. Ich bin ganz ehrlich, es ist für mich ja 5. Es ist auf jeden Fall besser als der Pinke. Ich gebe dir bald eine 5. Wenn ihr jetzt Freunde habt, dann braucht ihr auch keine Feinde mehr. Entschuldigung. Es ist so zu eng. Ach, der Plüsch? Ich würde sagen, wieso, warum sind deine Tits so puffy, aber okay. Hast du schon wieder was falsch gemacht mit dem Schnürchen? Sorry, was hab ich gemacht? Du musst es rundherum binden, Mensch. Oh, ich fühle mich einfach wie so ein Federvieh. Ich weiß es nicht. Bist du auch verwirrt für den Teil? Erste, das ist der schlimmste Badeanzug, den ich je anhatte. What the fuck? Okay, warum ist es so open? Mich stört das Federvieh. Also, was hast du gegen Federn? Entschuldigung. Also. Wie ist es, wenn das nass ist? Eklig. Ja, genau. 4 Hühnchen. 3,5 Hühnchen. 3,5 Hühnchen, ja. 3,5 Chicken. Wer diesen 3,5 Hühnchen. Wer diesen 3,5 Hühnchen Badeanzug haben will, folgt mir auf Insta, den verlose ich die Tage. Das ist es gar nicht. Oh, sieht schon wieder sowas zu, man möchte gern Sport machen. Ja, schwarze Badeanzüge stehen mir einfach nicht. Bis jetzt finde ich den roten mit Abstand am besten. Ja. Sieht schon besser aus. Weißt du, die Sophie, da meint sie immer, sie kann einen auch sportlich machen. Aber das kann einfach ein Badeanzug auch. The shape! Meine Boobs sind was viel zu groß. Ich will dir was sagen, es wird immer schlimmer. Du bist die Militärfrau. Es ist einfach von da oben. So, nach da unten. Ich nehme zurück, der rote war 12. Na, bist du jetzt die Redneck-Freundin? Was ist denn das da? Zur Cap passt es. 1 von 10. Es ist so unsexy geworden. Und auch der Arsch, was ist da? Jetzt hast du keinen Arsch mehr, das ist gar nichts mehr. Okay, the grand finale. Da will ich mir 2 Sonnenbrillen aufsetzen, dass ich das nicht sehen muss. I've been a throw up the sex in a. Nude is the new orange oder so. Ich sehe ein bisschen aus, als hätte ich einfach nichts an. Ich sag das ganz ehrlich, das ist doch der Schnitt wie der Weiße und der Weiße ist aber schöner. Okay. Wenn mich irgendwann mal mein reicher Sugar Daddy auf die Yacht einlädt. Ja, mit seinen Schwiegereltern. Mit seinen Schwiegereltern und ich einfach nur lieb und nett sein muss, aber auch trotzdem den Vater von meinem Sugar Daddy so ein bisschen überzeugen muss, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann ist es ein guter Anzug, weil das ist so, hi Mami, ich bin ganz bedeckt. Hi Daddy. Der Baywatch ist es halt. Baywatch war gut und das qualitativ war das auch einer der besten. Echt? Ja, weiß ich nicht genau, aber es war der hotteste. Falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, folgt mir auf Instagram, denn da werden die nächste Woche ganz viele Fotos mit meinen Badeanzügen sein. Und hab euch lieb, küsst eure Omi von mir. 369 girls wanna drink wine, tell the man not to waste your time.